Und damit willkommen, Freunde der Sonne, zu Tramsim München bei mir. Ich freue mich richtig wie ein Ast. Das neue Update ist da, 1.1. Ich würde mal sagen, wir quasseln hier nicht lange und fahren wir mal die 27 von Sendlinger, nee, von Petulring zum Sendlinger Tor. Und wenn alles klappt, fahren wir auch dann die 28 mit hinten dran. So, gucken wir mal, Wetter start durch. Wir fahren mal ein bisschen in den Morgenstunden, so um 8 Uhr morgens. Ja, machen wir gleich mal 8 Uhr morgens, 27 Sendlinger Tor, Petulring, Sommer, Sonne. Machen wir mal das Wetter ein bisschen abwechslungsreich, dynamisch. Ja, lass es mal ein bisschen bewölkter sein. Gut, dann würde ich mal sagen, starten wir. Ganz bequem. Oh, da hört er schon, es geht los. So, wir fahren mit der GT6. FN, glaube, wenn es mich recht besinnt, kneift mich, wenn es falsch ist. Aber halt, ne, R2.2. So, ist alles soweit eingestellt. Wir gucken noch mal, ob wir freie Bahn haben. Jo, kannst aber schon losgehen. Schon unsere ganzen Fahrgäste. Ich hoffe mal, wir sind richtig. Ja, 3 Minuten haben wir. Hey! Ah. Rollstuhlfahrer ist auch da. So. Haltestellenbremse. Erste Tür auf. Können wir natürlich die anderen auch gleich aufmachen. So, mit Bild runter fahren wir die Rampe aus. Müssen natürlich auch gedrückt halten. So, und jetzt nochmal Bild runter. Jetzt kann er hoch. Und jetzt würdet ihr vielleicht denken, mit Bild hoch feigt die Scheiße. Entschuldigung, feigt die Rampe wieder hoch. Nein, mit Ende. Gedrückt halten und nochmal. Also man muss zweimal drücken. Zwischendurch ist eine kleine Pause und dann kann man wieder drücken, dann fährt das alles hoch. So, 3 Minuten haben wir. Wir haben jetzt ein bisschen in der Zeit sind wir. Kollege! Ach, da hinten! Kick mal! Da ist noch einer. Da ist noch einer. So, die Fahrt sollte ungefähr so 15-20 Minuten dauern. Dann kann man dann, je nachdem, ob man dann als 28 weiterfährt, die 28 fahren oder wir fahren einfach hier nochmal komplett zurück. So, nicht lang schnacksen. Machen wir hier wieder zu. Dauer öffnen, machen wir an. So, ein Kollege ist ja schon vorbeigefahren. Dann können wir auch schon losdüsen. So, ich packe euch gerne mal meine ganzen Sachen, die ich so habe. Gartenstraße. Gerne mal unten in die Beschreibung, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr mal gucken, ob ihr euch auch den dann so zusammenbaut oder ob ihr irgendwas noch findet, was ihr noch gar nicht habt. Ah, jetzt habe ich mich ein bisschen verbremst. Aber wir wurden schon erkannt. So, Rollstuhlfahrer Manne will noch nicht raus.
Das heißt, wir können hier ganz bequem noch, ey, sag mal, noch dichter hier ist wohl nicht. So, Freigabe haben wir. Machen wir mal lieber immer klingeln als zu wenig. Oh, grün. Wohnen wir. Vorne ist ja noch ein Kollege. Entweder ist meine Brille verschmutzt oder ich weiß nicht. Irgendwie ist hier so ein weißer Filter drauf. Ah, Brille ist verschmutzt. Gut. Frage hat sich geklärt. Jetzt können wir. Ne? Hä? Immer noch nicht. Na sag mal. Warum können wir jetzt noch nicht fahren? Ah, jetzt. Ey! Ach, oh. Ich dachte erst, der kam von rechts, aber der war ja auch auf unserer Spur, quasi. So, Haltestellenbremse. Und... Na. Zack. Jetzt. Jetzt kommt er. Okay, er will noch nicht aussteigen. Wir das hier wieder ein, kein Problem. Da haben wir ein bisschen Luft nach oben zu unserem Kollegen. So, Haltestellenbremse raus. Und weiter. Können wir ja ein bisschen langsamer fahren, wir haben ja eh rot. Na los, noch rollig. Jawohl, danke. Kollege klingelt auch. Na gut. Dann fahren wir wohl als Verstärker. Wenn hier jetzt hier noch ein 27er vor uns ist.
Dann sind wir Verstärker. Aber es geht nicht weiter. Können wir mal kurz gucken hier. Ah, eine Nachbarn gibt es auch. Die N27. In Berlin fährt die 27 von Krankenhaus Köpenick bis nach Weißensee Paradestraße oder Paragestraße irgendwie so. Auch eine relativ große Strecke, wenn man es mal so sehen möchte. Na, Kollege, was wird denn jetzt hier nun? Wollen wir ein bisschen fahren? Wenn er jetzt in der nächsten Minute nicht fährt, müssen wir leider kollidieren. Dann ist er weg. Und wir können dann seinen Part übernehmen. Dann sind wir nicht mehr Verstärker, sondern halt das verstärkte Glied. Das eine große Glied. Aber anscheinend, ja, der ist festgebackt. Müssen wir leider, zack, kollidieren. Da, komisch, jetzt ist auf einmal grün, ne? Bei ihm wurde es nicht grün. Irgendwie auch keiner raus, wa? Dann können wir weiter. Niemand raus, niemand rein. Weiter. Mondfallenplatz. Umstieg zu 2. Change here for U2. Ich glaube, das ist... Warte mal. Wir halten hier kurz mal an. Vielleicht wäre doch noch mal jemand raus. Ja, warum drückt ihr nicht, wenn ihr raus wollt? Oh Mann. Was mit Rollstuhlfahrer Manne? Schon mal ein bisschen anrollen. Jupp. Ich bin jetzt trotzdem bei Rot gefahren, auch wenn das F stand für Fahren. Wenn erst wenn der Strich da ist, dann darf ich. Kurfürstenplatz. Egal. Ah, jetzt hier. Haltewunsch. Das ist bestimmt Rollstuhlfahrer Manne, der raus möchte. Manchmal sind sie noch ein bisschen am Rumspinnen. Gerade wie hier. Oh. Mensch, du hast Vorfahrt, Junge. So, das ist glaube ich noch nicht unsere Haltestelle. Nee. Sondern von der 12. Aber die sind wir ja nicht. Oh, guck mal da. Grün. Wir wohnen, naja, okay, fast grün. Wir wurden schon erkannt, aber wir können da noch nicht fahren. Fiaf. Fiaf. Erinnert mich an diesen Meme, diesem Spielzeugdinosaurier, dessen Schnauze so eingedrückt ist. Phony. Oder? Ja, doch, doch, doch. Das war mit diesem blauen Dino, diesem Spielzeugdino. Oder halt mit dem eben Hund, der so einen Spitzkopf hat und die Zähne da so rausgucken. Mit Stefan. So geil. Wenn wir kurz vorm Sendlinger Tor sind, dann kriegen wir auch die Ansage, ob wir nun als
28 weiterfahren oder auch nicht. So, Achtung. Die Straßenbahn kommt. Ach, guck mal, ein Kollege. So, erst die Türe auf und dann die anderen. Weil sonst muss ich erst die erste Tür wieder zumachen. Dann kann ich aufmachen und die Rampe ausfahren. Das ist irgendwie ein bisschen ja, anders. Oh, hoppala. Ich fahre die Rampe schon runter. Dabei ist er noch nicht mal richtig drauf. Oh je, der arme Mann. Aber ist er weit mitgefahren, muss man auch mal sagen. Sonst steigt er mal in den nächsten 1, 2 oder 2 Stationen aus. Aber diesmal ist er eine ganz schöne lange Strecke gefahren, mein lieber Scholli. Können wir auch ausmachen. Einmal kurz ankündigen, dass wir rausfahren. Blinker haben wir hoch. Ja, alles normal. Elisabethplatz. Wir können uns auch gerne noch Trams in Wien angucken. Aber später. Ja. Ah, laut dem IBIS haben wir den 13.08.2020. Naja. Fast. Ja, da ist das F. Jo, jetzt kommen wir rüber. Schön. Nordendstraße. Oh, wir sind da hinten los. Kollege steckt fest. Habt ihr das jetzt auch gerade gesehen? Was ich jetzt gerade gesehen habe? Wollen wir nicht drüber nachdenken. Am besten. Jetzt ist er weg. Das kann mal des Öfteren vorkommen. Dass die KI ein bisschen rumspinnt. Blinker setzen. Da können wir jetzt auch nicht. Schellingstraße. Schellingstraße. Wenn ich jetzt richtig gehört habe, dann müssten wir eigentlich gleich da sein. Ha, rot. Pinakotheken. Carolinenplatz, Ottostraße. Ja, wir müssten bald da sein. Bald. Jetzt kommt der Kreisverkehr bald. Ja, geil. Das finde ich so geil gemacht. Gibt es in Berlin in abgeschwächter Form hoch? Auch ein bisschen komplizierter mit der Weichenstellung und alle. Entschuldigung. Was macht ihr denn da? Ein Tesla. Hallo. Was war denn das? Ach, na toll.
vor der Haltestelle. Ihr müsst mal kurz ein bisschen die Augen zumachen, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonst geht es hier heute nicht mehr weiter. Ab und an muss man auch ein bisschen nachjustieren hier. Raus? Nö. Können wir weiterfahren. Das ist bestimmt auch so gemacht jetzt in dem neuen Update, in der 1.1 Version. Oh, ups. Dass die Fahrgäste auch mal ein Stück weiterfahren. War bestimmt vorher auch schon so. Aber denken wir jetzt noch mehr. Wie? Rollstuhlfahrer Mann. Pinakothek. Ah, Scheiße. Ah, fuck. Ich hab extra runtergebremst und alles, aber trotzdem hat das nicht mehr angenommen. Die nächste rote ist dann meine. Paulinenplatz. Paulinenplatz. Ach hier, kick mal. Otto Karolinenplatz, Otto Straße, Karlsplatz, Stakus. Und dann Sendlinger Tor. Wir sind gleich da. Und da vorne ist noch ein Kollege. Da ganz hinten. Den kriegen wir eigentlich nicht mehr, denn wir müssen ja noch vorher anhalten. Sofern jemand raus müsste, ne? Aber. Na, jetzt fahr doch mal. Danke. Dieses abrupte Bremsen, das ist. Scheiße. Guck mal, da fährt er. So, jetzt ist interessant. Wir wurden erkannt, ja. 27 Richtung Sendlinger Tor. Erkannt wurden wir, aber wir können noch nicht fahren. Ja, jetzt kommt das F für fahren. Ja, jetzt können wir. Fahren wir mal mit 20 hier rum. Sollte eigentlich machbar sein. Ah, Kollege! Autostraße. Fahren können wir auch gleich, weil der andere Kollege ja auch gleich da war. 1 und 1 wurde zusammengezählt. Perfekt. Ich denke mal, wir sind wirklich von der Zeit her echt gut. Ah, er fährt. Okay. Ich dachte, der hat sich schon festgefahren. Ja, der wäre kacke. Wäre schon der zweite. Hallo. Avanti. Los. Zack, zack. Ich will auch noch grün haben. Ja, die wollen alle rum. Naja, fast alle. Kicken wir mal hier. Ich muss, oh, na toll. Jetzt haben wir rot. Hm. Ach ja. Flup. Müssen wir kurz warten. Na los. Psst, ihr habt rot. Rüber. Avanti. Was blinkt die eigentlich nach rechts?
Ihr fahrt doch geradeaus. Mamma mia, Macello. Oh Mann. Ah, na endlich. Hä? Okay, da war gelb und rot gleichzeitig. Das gibt's eigentlich gar nicht so. Entweder gibt's rot, gelb oder grün bei der Tram. Oder grün und rot. Vielleicht war es eine Ausnahme. Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Ah, Kollege sucht da. Karlsplatz Schachhaus. Umstieg zur U4, U5 und zur S-Bahn. Change U4, U5 and S-Bahn Services. Der Kollege von der 28, Herr Moin, Alter. Schick. Schick ist das. Ich würde mal sagen, man kann auch die Fahrt dann beenden, wenn es dann wieder die 27 sein soll. Man kann das natürlich auch in zwei Teilen auf... Oh, ich muss los. Hey. Fährt er jetzt nicht? Ah, jetzt. Kann das auch in zwei Teile los? Ich bin hinterher. War noch gelb. Fürs Protokoll, es war noch gelb. Los, Kollege, gib mal Yummi. Noch einer. So eine kleine Stelle da. Da passen wir doch noch hin. Da passen wir locker noch hin. Guck mal, eine Doppelhaltestelle. Der fährt auch los. Richtung Schaltplatz. Okay, ihr habt's gehört, die 28 ist dann unser neues Ding. Dann fahren wir die auch dann gleich. Ich hab's dann auch so versprochen, dann machen wir das auch so. Das Ding ist halt nur der Kollege hier da vorne, der fährt vor uns. Der fährt aber garantiert als 27, das heißt, wir machen hier gleich Uno Reverse. Er fährt als 27, ich fahre als 28 und dann ist die Sache gegessen. Ja. Komm, ich will auch noch mit. Ist schon geil, wenn man so eine Paralleleinfahrt hat oder so eine gleichzeitige. Komm, ich will auch noch mit. Los, da ist mir auch noch mit drin. Ach, da steht noch einer. Ah, ist hier was los. Moin. Na, fahren wir noch ein Stück? Oh, guck mal hier. Fontänen. Geil. Die wurden, glaube ich, mit dem 1.1-Patch mit eingeführt. Zack. Alle nach draußen. Naja, ihr müsst schon selber öffnen hier. Obwohl, Daueröffnen können wir eigentlich auch ausmachen.
Wer raus will, geht raus. Und wenn nicht, dann nicht. Aber jetzt. Das Schwebbad. Erkannt wohnen wir schon. Kickt euch das mal an. Herrlich. Ja, Fahren ist jetzt ein bisschen schlecht, weil er noch Herr Kollege ist, aber das ist schon ein cooles Bild, ne? So. Und zack, Knips. Cool. Ich habe einen Fukuhila. Geil. Ich bin noch gespannt, was alles so in Tramsim und Bass noch kommt. Bass vor allem jetzt so durch das neue Update mit der 200er Linie und natürlich dem MAN DD. Da gucken wir uns dann auch noch alles an. Jetzt müssen wir erstmal hier kicken, Herr Kollege. Mach mal ein bisschen Platz, dass wir hier auch mal vorbeikommen. Das Ding ist ja, wir wohnen schon erkannt, konnten fahren. Jetzt aber steht uns das doch im Weg, dass wir jetzt nicht mehr fahren können. Aber ich stehe mal kurz auf mit E. Drehen uns mal ein bisschen. Und drücken mal auf das linke Knöpfchen. Jetzt machen wir hier wieder Türe zu. So. Jawohl, jetzt wohnen wir erkannt, wieder mal, und können dann auch gleich fahren. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Herrn Kollege da links aussieht, was der da jetzt so macht, aber wir können fahren. Ah, zeig ja. Der fährt jetzt als Linie 27 und wir sind 28. Auch ein schönes Bild. Ach, guck mal, er kann fahren. Dann macht er uns hier gleich frei. Oder auch nicht. Kollege, fahr. Aber warte mal, was steht denn da drauf? Linie 27. Warte mal, das muss ich mir mal kurz angucken. Hier nochmal auf. Ups. Türchen auf. Mal sprinten. Ach, 2 Minuten noch. Wir haben 7 Minuten. Ui. Kann man das hier in der Zeit ein paar Minuten vorstellen? Ja. Oder auch nicht. Also kann man schon, aber anscheinend würde. Ah, jetzt. Er fährt. Ein alter Trick wie im Omsi. Genau, jetzt sind wir dran. Linie 28 Richtung Scheidplatz. Richtung Scheidplatz.
Jetzt müsste das doch eigentlich auch da hinten stehen. Ja, 4 Minuten haben wir noch. Aber wir werden jetzt uns mal ein paar Minuten vorgeigen. So. Den Netze können wir auch fahren. Service, dass wir dann gleich fahren können. Ach, kick mal hier, wer da ist. Die Ablöse von der 27. Und wir können wieder fahren, wenn wir ankommen. Das ist ein Service. Können wir an der Doppelhaltestelle dann wieder hinter ihm parken? Eieiei, den habe ich jetzt nicht gesehen da vorne. Boah, vier Straßenbahnen. Ach du heilige Scheiße. 4 Straßenbahnen. Wartet. Oh. Alter. Oh Gott. Alter Falter, das sind alle nur Straßenbahnen, die vor uns fahren. 3 Straßenbahnen. Boah. Alter. Sind auch keine Passagiere mehr da. Sind alle weg. Linie 28 Richtung Scheidplatz. Kick dir das mal an. Diese Menge an Straßenbahnen hier. Da vorne fährt noch eine, da ist eine, da ist eine. Ich bin noch eine. Ottostraße. War noch gelb. Wir schleichen mal hier im Tempo 18 oder so. Weil hier einfach zu viele Straßenbahnen sind gerade. Oh Junge. Oh Mann. Junge, Junge. Oh, 4 Straßenbahnen. Boah. Nee. Dann war ja noch hinter uns eine oder 2. Irgendwo auf der Karte sind auch noch mal welche. Alter Falter. Junge, Junge. Und wir fahren ja im Fahrplanmodus, wollte ich ja auch noch mal gesagt haben, ne? Wir fahren ja im Fahrplanmodus. Okay. Wie ich sagte, da kommt ja noch eine. Wir kann nicht wissen, wie viele Straßenbahnen hier gerade auf der Strecke unterwegs sind. Aber jetzt haben wir ja wenigstens zu den anderen Straßenbahnen vor uns einen Newton Abstand. Und ab dem komischen großen Platz da trennen sich ja sowieso die Wege. Hier,
Unser Kollege fährt dann nach links, wir fahren geradeaus und dann ist gut. Wenn wir mal wieder fahren können. Das ist dann die andere Sache. Ah, kick mal, jetzt geht's los. Yippie! Scheiße, nee. Jetzt ist er weg. Ah, nee. Kommt eigentlich noch die Anzeige? Ja, kann er. Hier, keine Passagiere. Alle weg. Die anderen. Ach, da hinten, kick mal, da sind sie. Da. Also Ena auf jeden Fall. Und da ganz, ganz, ganz hinten sah ich noch was Blaues. Entweder ist das eine Haltestelle gewesen oder ein Kollege. Oh, wir haben eine Rot. Leerer Verstärker. Ja, so was auch, ey. Oh Mann. Pinakothek. Ich habe mir schon noch was zu Feier, dass man wieder PC-Sachen machen kann. Halt mir noch wirklich ein paar gute Sachen ausgedacht, die man noch machen kann, worauf ich mich richtig freue, das mit euch zu teilen. Das wird schön. Die neue Ära hat begonnen. Im PC habe ich auch schon seit anderthalb Wochen oder so. Boah, Junge, Junge, die Zeit rennt. Toll, also bin einfach nur begeistert von dem. Kann ich nur empfehlen. Hui, hui, tut das weh. Hui, tut das weh. Ey, ey, ey. Ah, da, so eine kleine Indianerlache war auch noch mit dabei. Oh, Kurve. Passagiere gibt's hier irgendwie keine so richtig. Da ist ihr, was hier gerade momentan am Überfluss hier sind Autos. Linie 28, Richtung Scheidplatz. Dauer öffnen braucht man eigentlich auch gar nicht machen. Wer einsteigen will, steigt aus. Wer aussteigen will, steigt aus. Also, halt der Wunsch hier ist ja hier auch noch, ne? Deswegen. Ah, da hinten. Da kick mal. Da kommt eine. Na, ey. Atze. Grün. Platz wartet. Schillingstraße. Mhm. Die gute alte Schillingstraße. Scheiße. Da guckt man eh mal näher hin und dann ist ein bisschen was los. Also im KI-Verkehr kann man noch etwas schrauben, ne? Auch jetzt von der Menge her. Aber das ist halt so ein bisschen typisch Großstadt, ne? Also viele Autos, viel Verkehr, viel Stau. Warte mal, haben wir da einen Kilometerziel da unten? Ja, Tatsache. Tatsache. Und eine kleine Uhr. Mit einem Trafo als Sekundenzeiger. Ja, das ist ja mal geil. Das ist geil. Los! Vorwärts! Avanti! Wir haben grün!
7 Meter bis zur Haltestelle. Ah, hier, zum Blindenleitfaden. 480 Meter bis zum nächsten. Nee, das passt noch nicht. Ey! Oh, ist wirklich ganz schön viel Stau. Der Kollege da hinten, der kommt ohne weiter. Weil jetzt so viele Autos sind. Oh, Junge, Junge. Ey, jetzt mach doch mal da vorne. Sag mal. Ist grün. Grüner als die Partei wird es ohne. Sag mal. Los. Vorwärts. Vorwärts immer, rückwärts immer. Und wie es bremst jetzt eine Arschgeige hier ab bei Gelb. Ja, danke. Geht doch. Geht. Oh, eine Bäckerei. Das finde ich gut. Ei, 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 ei. Oh. Ist das ein Stau? Mein lieber Schöne. Ah, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Kommt der Eiermann. Los. Stau. Los. Vorwärts. Los. Mit dem Attega. Ein Tiguan-Sieg. Ein S600-Sieg. Ein Attega. Da hinten kommt noch eine Straßenbahn. Ja, irgendwie können wir durchfahren, ne? Der Ding. Alter, der blinkt die ganze Zeit nach rechts, aber fährt die ganze Zeit geradeaus. Das ist ein Tipp für eine Arschgeige, Alter. Wer muss darauf hinweisen, kann man ohne. Elisabethplatz. Ah, guck mal hier. Klappern die Mühlen am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Och, er hätte auch überhaupt Geld fangen können, also wirklich. Kurve. Ah, Mann, nee. Nee. Wir können ja hier mal gucken, hier bei den Sonderansagen. Elisabethplatz. Ups. Nein, nicht Elisabeth, sondern hier, guck mal. Liebe Fahrgäste, bitte stellen Sie Kinderwagen oder schwerige Gegenstände in den vorgesehenen Bereich und sichern Sie sie gegen Umfall. Liebe Fahrgäste, bitte treten Sie aus der Lichtschranke. Die Türen können sonst nicht schließen. Geil gemacht. In Trams in Wien gibt es dann auch noch Corona-Ansagen. Ja, hier wegen dem Corona-Modus und so. Oder Covid-Modus heißt er ja da. Covid. Ah, jetzt biegt er ab. Ist auch geil gemacht. Heißt es auch, dass man dann eine Mund-Nasen-Bedeckung dann aufziehen soll und so. Schon cool gemacht. Kurfürstenplatz. Ah, Scheidplatz. Sind gleich da. Dann haben wir ungefähr auch eine Stunde an Fahrzeit. Ah, Kollege. Bupp. Linie 28, Richtung Scheidplatz. Komm, wir fahren mal mit. Los! Na los, kannst du auch schon ein bisschen mehr auf die Tube drücken, Mensch. Clemensstraße. Thank you.
volle Konzentration. Oh! Rollstuhlfahrer Manne und Fahrgäste. Oh. Normalerweise könnte auch Warnblinker und so anmachen, aber. Machen die denn da links? Seht ihr das? Was die machen? Mann! Komm rein, Manne. Wenigstens einer, der... Ah, ja. Manne will mit. Manne will mit. Haha. Cool. Wenigstens noch ein Fahrgast vor Ende. Kommen Sie rein, junger Mann. Können Sie hinausgucken. Nicht schlecht. Okay. Was macht ihr denn da, Mensch? Fahrzeuge ploppen auch weg. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt aber schnell. Karl-Theodor-Straße. Hätte man ruhig die Ampel auch irgendwo anders platzieren können. Also, wenn du jetzt hier ein Stück weiter fährst, dann siehst du das ja nicht mehr. Also, hier kannst du noch ran, hier kannst du noch ran. Ja, eigentlich bis. So. Oder du orientierst dich nach der normalen Kfz-Ampel. Die ist ja genau grün. Also auch grün mit der Straßenbahnampel. So, Rollstuhlfahrer Mandel möchte raus. Machen wir das auch. Warnblinker, wir haben E-Rot. Passt das ja. Oh, Haltestellenbremse vergessen. Aber kick mal jeden. Oh, wenn das nicht mal Perfektionismus ist. Kick mal. Zack. Hier runter. Genau auf den Punkt angehalten. Oh, nice.